Am Berufsförderungsinstitut in Linz gibt es ein großes Angebot an Weiterbildung. Auch unterschiedliche Fremdsprachen werden unterrichtet. Seit 2013 kann man auch Kurdisch lernen. Babercan Karakas ist Kurde und kommt aus Derik in der Türkei und ist mit dieser Idee an das BFI herangetreten. Schon nach kurzer Zeit wurde der Kurs in das BFI-Programm aufgenommen. Viele Leute wollen Kurdisch lernen. Für mich auch ist sehr gut, weil in Österreich, Oberösterreich, erstmal ich habe offiziell kurdische Kurs gemacht. Denn in seiner Heimat war die Sprache lange Zeit verboten. In St. Pölten geht Elvei Akbolat zur Arbeit. Auch er ist Kurde und stammt aus Erzincan. Akbolat ist bereits 1986 nach Österreich gekommen und hat gleich nach seiner Ankunft einen Job gefunden. 7 Monate später konnte er bei Georg Fischer in Herzogenburg anfangen, wo er heute noch tätig ist. Nebenbei arbeitet er auch als freier Journalist für türkische Medien. Alle 2 Jahre fährt er in den Urlaub, in die ehemalige Heimat. Ja, das ist wieder nach Heimat fahren. Aber normalerweise bin ich heimatlos. Wieso? Ja, ich bin eine Kurdin. Fast 40 Millionen Kurden haben wir schon keine Heimat. Aber ich geboren in der Türkei. Wenn er nicht in der Fabrik arbeitet, ist Herr Akbolat mit seiner Kamera unterwegs. Bei fast allen Veranstaltungen ist er zu sehen und berichtet in Bild und Text über die Aktivitäten von kurdischen, alevitischen und türkischen Vereinen. Seine Bilder werden digital nachbearbeitet und an diverse Redaktionen verschickt. Nach Oberösterreich kommt Herr Akbolat mit seiner Kamera eher selten. In Linz im Volkshaus Neue Heimat gibt es an diesem Wochenende ein Konzert. Babacan Karakas ist hier kein Unbekannter. Er, der Sänger, musste vor Jahren aus der Türkei flüchten, da er sich stets geweigert hat, seine Lieder in Türkisch zu singen. Herr Karakas engagiert sich sehr, um das kurdische Kulturgut den Jugendlichen zu vermitteln. Die eigenen Wurzeln darf man nicht verleugnen, davon ist er überzeugt. Begleitet wird er heute von Koma Dem, 4 junge kurdische Musiker, die neben traditionellen Instrumenten auch elektronische Musik einsetzen. Herrn Karakas Gedanken sind heute aber schon bei der Urlaubsvorbereitung. Dabei kommen auch die negativen Erlebnisse von früher zutage. Seit 1992, in dieser Zeit, viele, viele Leute von Kontra-Kurden getötet. Ich habe viele Bekannte tot. Und letzte Auftritt hat meine Personalausweis genommen, Polizei, und hat gesagt, wenn du in kurzer Zeit hier nicht verlassen, nicht gehen, du wirst auch tot. Für mich und meine Kinder, ich habe Angst, weil 11 Monate wir sind alleine in der Türkei, aber mit Familie. Mit meiner Mutter und Geschwister. Am Beginn der Sommerferien ist an den Flughäfen Hochbetrieb, so auch in Wien, schwächert. Familie Akbolat tritt den Urlaub in die alte Heimat heuer das erste Mal per Flug an. Die Flüge wurden schon vor einem halben Jahr im Voraus gebucht. Dadurch sind die Tickets auch günstiger. Heuer ist der Urlaub ein besonderer, denn der Neffe von Herrn Akbolat heiratet und die ganze Familie ist mit dabei. Eine Hochzeit ist in der Türkei immer ein besonderes Ereignis. Da kommen schon ein paar hundert Gäste zusammen. Die Hochzeit ist natürlich auch ein Grund für die Akbolats, großzügig einzukaufen. Vor allem Geschenke. Ein Besuch in der Heimat ohne ein Geschenk, das ist für Kurden undenkbar. Wenn man einen Besuch abstattet, und das nach so langer Zeit, da muss man ein Gastgeschenk mitbringen. Das ist meine Meinung, in der Welt gibt keine Ausländer. In der Welt. Welt ist Welt. Ah nein, Welt haben wir, gibt keine zweite Welt. Mensch ist Mensch. Ich bin nicht auch in Ausländer hier. Okay, dann meine ich österreichische Staatsbürgerschaft, aber ich bin nicht Ausländer. Wie werden Sie von Ihren Arbeitskollegen aufgenommen? Ja, mit meinen Arbeitskollegen schon guter Kontakt haben wir schon für den Österreicher. Das ist der
Multikulturell haben wir schon in Georg Fischer. Das ist Albaner haben wir, Jugoslawen haben wir. Aber bis jetzt keine Probleme von Arbeitsplatz. Ich bin da. Ja, wann Probleme haben wir? 28 Jahre, ich kann ja nicht in Arbeit, in diesem Arbeitsplatz. Das ist. Auch in Linz bei Familie Karakas bereitet man sich schon auf den Urlaub vor. Die Familie fährt mit ihren 4 Kindern mit dem Auto in die Türkei. Man will einiges mitnehmen und die Reise mit dem Auto ist auch günstiger. Zudem hat Herr Karakas vor, in Istanbul und entlang der Strecke Halt zu machen, um Freunde zu besuchen. Meine Frau will auch zurück, aber bis das demokratische System kommt, sowieso alle Kinder wird erwachsen und dann kann alleine leben, hier bleiben. Aber ich will nach meiner Heimat zurück. Für Afshin, die jüngste in der Familie, ist es die erste Reise in die Heimat ihrer Eltern. Gülçin, die zweitälteste Tochter, war schon einmal mit dabei. Bei Familie Karakas wird ebenfalls tüchtig eingekauft, denn die Reise ist für länger geplant. Die letzte Fahrt liegt schon einige Zeit zurück. Der älteste Sohn Serfiraz arbeitet in der Gastronomie und hat leider keinen Urlaub für diesen langen Aufenthalt bekommen. Rund 6 Wochen will die Familie bei den Eltern von Herrn Karakas bleiben. Es muss sich auszahlen, wenn man mit dem Auto rund 7000 Kilometer unterwegs ist. Am 8. Juli ist es dann soweit, die Abreise steht bevor. Das Auto ist voll bepackt, um ja so viel als möglich in die alte Heimat mitnehmen zu können. Die Verabschiedung von den Nachbarn ist obligatorisch und man wünscht eine unfallfreie Fahrt. Das kann man auf dieser langen Strecke gut gebrauchen. Es ist Haupturlaubszeit und viele zieht es Richtung Osten. Die Reise geht über Slowenien, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Griechenland nach Istanbul. Hier hat man einige Tage Rast eingeplant, um Freunde von früher zu besuchen. Etwa 1500 Kilometer sind es dann noch von Istanbul nach Derik, der Stadt seiner Eltern, die Herr Karakas schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Nur einige Tage später bricht auch Familie Akbolat zeitig am Morgen zur Reise in die Türkei auf. Die Akbolats haben sich für die kürzere Anreise per Flug entschieden. Man kann hier nicht so viel mitnehmen wie mit dem Auto, aber man ist rascher am Ziel. Ein Freund der Familie bringt sie zum Flughafen nach Schwechat. Auch hier merkt man schon die Urlaubsreisezeit. Um 6 Uhr ist hier schon einiges los. Viele Menschen mit Migrationshintergrund zieht es in den Sommerferien zurück in die alte Heimat. Wie geht es einem da, wenn man nun kurz vor dem Abflug als Österreicher in die Türkei kommt? Ich bin aufgeregt, weil ich natürlich wieder Freunde und Verwandte treffe und dann eben wieder in der Heimat bin. Natürlich bin ich auch aufgeregt, aber das bin ich schon gewohnt, denn seit 28 Jahren fahren wir hin und her. Was wird Sie dort erwarten? Zuerst wartet auf uns die Hochzeit meines Neffen und dann meine Mutter, Freunde, Verwandte und am Abend gibt es dann ein Konzert in meinem Dorf. Alle 2 Jahre besuchen die Akbolats die alte Heimat. 1985 musste Herr Akbolat die Türkei verlassen. Er hatte sich damals in der Sozialistischen Partei engagiert, die zu dieser Zeit verboten war. So ist er dann im Mai 1985 nach Österreich gekommen. Der Flug in die alte Heimat geht über Istanbul nach Erzincan. Die Unruhen in Istanbul im Sommer 2013 im Gezi Park haben auch dazu beigetragen, dass deutlich weniger Touristen die Türkei als Urlaubsziel ausgewählt haben. Wir wollen beide Familien in ihrer ursprünglichen Heimat von Malatya aus besuchen. Von hier aus können wir sowohl Derik wie auch Erzincan gut erreichen. Die große Moschee in Malatya ist die erste Station unserer Erkundungstour. Es ist Freitag, der 2. August und der Ramadan neigt sich dem Ende zu. Es hat um die Mittagszeit plus 40 Grad und die Gläubigen suchen die Kühle der Moschee auf oder im Freien den Schatten. Männer und Frauen beten getrennt und das geschäftige Treiben in den Straßen nimmt ab.
Fünfmal am Tag ruft der Muezzin zum Gebet. Gläubige Muslime nehmen vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang während des Ramadan keine Nahrung zu sich. Erst nach Sonnenuntergang gestattet der Koran Essen und Trinken. Bei Temperaturen um die 40 Grad im Schatten bedeutet das schon eine starke Überwindung, nach seinem Glauben zu leben. Am Markt wird für das abendliche Essen, das in der Familie oder mit Freunden gemeinsam eingenommen wird, eingekauft. In Malatya, einer Stadt mit rund 800.000 Einwohnern, werden Märkte dieser Art auch immer seltener. Malatya liegt an der Straße zwischen Anatolien und Mesopotamien. Die pulsierende Wirtschaft in Malatya ist auch auf die Marillenplantagen rund um die Stadt zurückzuführen. Hunderte Hektar große Landstriche sind mit Marillenbäumen überzogen. Ansonsten gleicht die Stadt einer modernen Metropole, die durchaus auch in Europa sein könnte. Beim genaueren Betrachten werden einem die Unterschiede schon deutlich bewusst. Es passiert alles gemächlicher und während des Ramadan sind die Straßen am Abend fast menschenleer. Nach dem Gebet in der Moschee und dem Sonnenuntergang treffen sich alle zum kollektiven Essen. Auch hier wird einem die Gastfreundschaft der Menschen wieder so richtig bewusst. Fast an jeder Ecke wird man eingeladen, mitzuessen. Enthaltsam muss am Abend jetzt niemand mehr sein. Das Essen ist üppig, mehr als ausreichend. Die kleinen Geschäfte haben bis in die späten Abendstunden hin geöffnet. Der nächste Tag führt uns dann nach Ersincan. Mit der Autofähre geht es Richtung Pertek und weiter über Tunceli. Ab Tunceli wechselt die Landschaft und wir fahren durch ein Gebiet, das in der Vergangenheit von der PKK, der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei, kontrolliert wurde. Hinter Ersincan baut man an einer vierspurigen Straße, die am Fischrestaurant von Kasım Akpolat vorbeiführt, dem Bruder von Herrn Akpolat. Ich war auch im Ausland, aber das Problem haben wir hier in der Türkei. Hier müssen wir dafür kämpfen. Hier müssen wir etwas ändern. Deswegen bin ich auch zurückgekommen. 1997 bin ich im Gefängnis gefoltert worden. Leider passiert das auch heute noch. Derzeit haben wir eine etwas ruhigere Zeit, weil sich eventuell Frieden abzeichnet. Wir werden schauen, wie sich das weiterentwickelt. Anschließend fahren wir mit Herrn Akpolat in das Dorf, wo er geboren wurde und 3 Jahre gelebt hat. Es geht steil bergauf nach Mochar. Heute trägt es den Namen Kocyata, ein kleines, typisches Bergdorf. Herr Akpolat hat sich schon im Alter von 13 Jahren für die Politik der Sozialistischen Partei interessiert. Es dauert nicht lange, bis eine ehemalige Nachbarin Herrn Akpolat wiedererkennt und mit uns ins Gespräch kommt. Teilweise sind die Häuser noch so wie vor 50 Jahren, erklärt uns Herr Akpolat. Sie werden kaum noch in Schuss gehalten und verfallen. Eine Teepause auszuschlagen ist in der Türkei eine Beleidigung des Gastgebers. Wir fragen Herrn Akpolat, wie er sich fühlt, wieder in seinem Geburtsort zu sein. Tja, wie fühle ich mich? Ich bin hier geboren und hier aufgewachsen. Da habe ich die ersten 3 Jahre meines Lebens verbracht. Ich fühle mich glücklich. Da, wo man auf die Welt gekommen ist, das ist eben ein besonderer Ort. Hier hat sich vieles verändert. Sogar die Berge sind kleiner geworden. Die Häuser sind alle kaputt. Viele Menschen haben den Ort verlassen, die wirtschaftliche oder politische Probleme hatten. Ich finde hier die Stimmung von früher nicht mehr. Deshalb ist es schön hier im Urlaub, aber so schnell als möglich wieder nach Hause. Wir sind eine Familie, die sehr stark zusammenhält. Zwischen meinen Brüdern und Schwestern hat es nie Streit gegeben. Finanziell, aber auch sonst haben wir uns immer unterstützt. Wenn ich das alles so sehe, fühle ich mich hier sehr glücklich. Ich kann dieses Gefühl aber nicht beschreiben. Alle 2 Jahre sehen wir uns und bleiben etwa einen Monat zusammen. Die Bedingungen, hier zu leben, sind nicht leicht und für mich gibt es keinen Grund, hier zu bleiben. Mit 22 Jahren bin ich nach Österreich gegangen, jetzt bin ich 50. Die Mehrzahl meines Lebens habe ich im Ausland verbracht, deshalb bin ich auch dort mehr integriert. Die meisten Menschen leben hier nur mehr im Sommer. Im Winter gibt es sehr viel Schnee, immerhin liegt das Dorf auf 1600 Metern Seehöhe. Der Komfort ist bescheiden, nicht vergleichbar mit dem Standard, den wir gewohnt sind.
Die Mutter von Herrn Akbulat ist heute 75 Jahre alt, hat 5 Kinder zur Welt gebracht und lebt in Ullalar, einem Vorort von Ersinchan. Wenn sie sich an die Zeit zurückerinnert, wie war das für sie, als ihr Sohn weggegangen ist? Ich wollte, dass sich meine Söhne in Sicherheit bringen und nicht in die Berge gehen müssen, um zu kämpfen. Es war ein gutes Gefühl für mich. In der Nähe des Dorfes zeigt uns Herr Akbulat das Grab eines Verwandten. Der Kampf um ein freies Kurdistan hat ihn 2010 das Leben gekostet. Ein Sohn von Frau Akbulat war 6 Monate im Gefängnis. Ein Kind von mir war auch eingesperrt. Der hat viel mitgemacht. Da war es hier sehr schlecht. Was war da? Sie haben meinen Elternsohn im Gefängnis geschlagen, Gewalt ausgeübt, gefoltert und mit Strom behandelt. Am letzten Tag unseres Aufenthaltes in Ersinchan hat man uns auch zur Hochzeit eingeladen. Der Neffe von Herrn Akbulat heiratet heute. Bei türkischen Hochzeiten werden immer alle Verwandten und Freunde eingeladen. Da kommen schon ein paar hundert Gäste zusammen. Herr Akbulat ist hier natürlich der Hahn im Korb. Immerhin trifft man ja den Onkel aus Österreich nicht jeden Tag. Übrigens, türkische Musik muss immer laut sein. Nur dann ist sie eine gute Musik. Nach dem Besuch bei Herrn Akbulat, nördlich von Malatya, geht es Richtung Diyarbakir, dem Zentrum der Kurden im Osten der Türkei. Der Weg führt uns nach Adıyaman, über Kahta, zuerst über gut ausgebaute Straßen, später dann über karge Landstriche nach Diyarbakir. Diyarbakir war früher die alte Hauptstadt von Kurdistan. Auf Kurdisch hatte die Stadt den Namen Ahmet. Die alte Stadtmauer wurde von Konstantin im Jahr 394 errichtet. Sie wurde 200 Jahre später von Justinian erweitert. Vom 4. bis zum 7. Jahrhundert mussten die Byzantiner die Stadt gegen die Angriffe der Sassaniden verteidigen. Im Lauf der Jahrhunderte wurde die Stadt von verschiedenen Völkern erobert. Diyarbakir zählt heute rund 1,6 Millionen Einwohner. Und der alte Stadtkern ist großteils erhalten geblieben. Die Bevölkerung der Stadt ist unterschiedlich zusammengewürfelt. Den Großteil machen aber die Kurden aus. Uns zieht es nach einem kurzen Aufenthalt in der pulsierenden Stadt weiter nach Derik, der Heimat von Herrn Karakaş. Er ist schon seit 14 Tagen in Derik, der Stadt, wo er geboren wurde, und fühlt sich sichtlich zu Hause. Ich bin jetzt in meiner Heimat. Und Gott sei Dank kein Unfall, kein so großer Stau. Und ich bin sehr, sehr froh jetzt. Seit seiner Kindheit ist die Musik für Herrn Karakaş ein Teil seines Lebens. Egal, ob er auf Hochzeiten aufspielt oder Konzerte gegeben hat. In Derik besuchte er das Gymnasium und 3 Monate vor seinem Schulabschluss musste er nach Mersin übersiedeln, weil er trotz Verbot immer wieder seine Lieder auf Kurdisch gesungen hat. 1987 hat er mit einem Freund eine eigene Musikgruppe gegründet. 4 Jahre später wurde man auf diese Gruppe aufmerksam. 1992 legte er in Mersin dann die Matura ab. Herr Karakaş wollte Lehrer werden. Doch die ständigen Probleme mit der Polizei haben ihn gezwungen, die Türkei zu verlassen. Ich bin jetzt in meiner Heimat, aber ich habe immer Angst. Weil ich bin hier nicht so Freiheit. Und wann Polizei will, kann mich festnehmen. Obwohl Herr Karakaş heute deutscher Staatsbürger ist. Der Besuch bei seinen Eltern hat für ihn einen großen Stellenwert.
Am Abend, wenn die Kühle der Nacht hereinbricht und die Zeit des Fastens tagsüber im Ramadan vorbei ist, genießt man das gemeinsame Abendessen. Bei seinem Besuch in Derik wollte er alten Freunden eine Freude machen und ein Konzert geben. Es wurde von den Freunden alles vorbereitet. Aber dann kam alles anders. Bürger hat beantragt für Konzertorganisation. Und Bürger von BDP. Darum, welche Organisationen Polizei schaut, wer beantragt und für was und warum. Keine Grund. Einfach sagt, nein, kann man nichts so Sicherheit für uns ist sehr schwierig. Der kommt aus Europa. Wir wissen nicht genau, wer ist das und was macht hier. Grund ist so. Am nächsten Morgen dauert es nicht lange und das Thermometer klettert wieder auf plus 40 Grad. Der Blick vom Fenster aus zeigt Richtung Syrien. Die Grenze zu Syrien ist hier nur wenige Kilometer entfernt. Herr Karakas zeigt uns dann auch das Haus, wo er geboren wurde. Er hat 7 Geschwister, mit denen er die Kindheit hier verbracht hat. Seine Mutter ist heute 75 Jahre alt und erinnert sich noch genau, wie das damals war mit ihrem Sohn. Es ist ihm damals nicht gut gegangen mit dem türkischen Militär. Die haben ihn gesucht und bedroht, denn wenn sie ihn erwischen, werden sie ihn erschießen. Denn das Militär hat auf ihn einen Hass gehabt, dass sie seine Aktivitäten nicht verhindern konnten. Das Militär hat keine Ruhe gegeben und einmal haben sie ihn sogar am Kopf angeschossen. Da musste er 6-mal genäht werden. Ins Krankenhaus konnte er nicht und so hat man ihn privat versorgt. Sie haben Eis darauf gegeben. Er hat vom türkischen Militär weglaufen müssen. 13 Jahre lang haben wir uns nicht gesehen. Wir haben Sehnsucht gehabt, weil ich ihn nicht berühren konnte und er nicht da war. Nachdem Babacan das Bleiberecht in Deutschland erhalten hat, hat sein Bruder gesagt, er soll nach Hause zurückkommen. Er ist dann gekommen. Da bin ich in Ohnmacht gefallen. Und nachdem ich wieder die Augen geöffnet habe, habe ich gefragt, bist du wirklich mein Sohn, Babacan? Ich habe es nicht glauben können mit meinem Verstand. Babacan, bist du es jetzt wirklich? Ein paar Monate später hat er auch noch seine Kinder geholt. 21 Jahre war er auf der Flucht. Was soll ich machen? Ich bete zu Gott, aber wir haben keine eigene Heimat wegen den Türken. Alle von uns haben in unserer Heimat viel mitgemacht. Es sind viele in Diyarbakir im Gefängnis. Sie haben Gewalt erfahren im Gefängnis. Wir haben uns viele Sorgen gemacht wegen den Kindern und wegen der Zukunft, dass wir uns unser Leben selbst vergessen haben. Derik liegt in der Provinz Mardin, hat rund 21.000 Einwohner und wurde um 1400 herum gegründet. Zwischen Bergen eingebettet, verkörpert Derik eine typische türkische Kleinstadt, in der Kurden und Türken gemeinsam leben. Derik ist von allen drei Seiten von Gebirgen umgeben. Diese Berge wurden aus Sicherheitsgründen in den 90er Jahren gerodet, weil sie den Guerillas der PKK Unterschlupf gewährten. Derzeit läuft eine Kampagne zur Wiederaufforstung. Der Großteil der Menschen ist in der Landwirtschaft beschäftigt. Beim Besuch in seiner Heimat verspüren wir ganz stark, wie Herr Karakas mit seiner Stadt und seiner Familie verbunden ist. Ich freue mich natürlich sehr, denn ich habe nicht geglaubt, dass er wiederkommen kann. Denn noch vor einiger Zeit haben sie ihn mit dem Panzer gesucht, weil er kurdische Musik gemacht hat. Sie haben ihn damals gefragt, warum singst du kurdisch? Sie haben ihm dann einige Gitarren zerstört, aber er hat sich damals verstecken können und sie haben ihn nicht erwischt. Immer wenn sie ihn erwischt haben, haben sie auch etwas zerstört. Tja, sie haben immer etwas zerstört. Seine Gitarren haben sie demoliert, weil sie sich geärgert haben und ihn nicht erwischen konnten. Am letzten Abend unseres Besuches in Derika, Chia Mardin, vermittelt uns Herr Karakas ein klein wenig die Stimmung, wie es früher war. Nach der Arbeit am Abend, wenn die Kühle der Nacht hereinschleicht und man sich in der Familie zusammensetzen konnte, um zu singen
und um über den Tag zu reden. Es war eine schöne, aber nicht immer glückliche Zeit, die Herr Karakas in Derika Chiamardin verbracht hat. Er erinnert sich, wie man ihn eines Tages von einer Hochzeitsfeier mit Polizeigewalt wegholen wollte, weil er bei einer kurdischen Hochzeit kurdisch gesungen hat. Das kann er bis heute nicht verstehen. Und Polizei hat Militärer gerufen und Militärer auch gekommen. Ich habe geschaut, Polizei hat gesagt, ich töte alle. Wenn sie nicht lassen, ich töte alle. Dann ich war mit Polizei zum Polizeistation gegangen und einfach erste Tor gegangen und hat 10-15 Polizei mich geschlagen. Mit Holz, mit Stuhl, mit was im Hand haben, mit Waffen. So circa 1,5 Stunden geschlagen. Eine Cousine von Herrn Karakas war auch im Gefängnis und hätte durch eine Amnestie entlassen werden sollen. Doch daraus wurde nichts. Im Gegenteil, man hat sie in ein anderes Gefängnis verlegt. Auch sein Bruder Sali war in Mardin eingesperrt und musste all das über sich ergehen lassen. Ich habe Angst gehabt, das war in mir drinnen, aber ich habe alles riskiert und vor meinen Augen gehabt. Wir wurden im Gefängnis ständig beobachtet und Gewalt habe ich auch erfahren, aber ich musste hier bleiben wegen meinen Eltern. Zehntausende Menschen, die vor Jahren die Türkei verlassen haben oder verlassen mussten, zieht es im Urlaub immer wieder zurück in die alte Heimat. Herrn Karakas und Herrn Akbulat geht es so wie vielen anderen auch. Dort angekommen, zweifeln sie und stellen sich auch noch nach Jahren immer wieder die gleiche Frage: Wo ist meine Heimat?